So, hallo und willkommen zurück nach Doom Eternal. Jetzt machen wir da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Urdak. Sieht aus wie mein Raumschiff, was eher aussieht wie eine Zitadelle. Überwältigend, oder? Ist nicht schlecht aus. Die Khanmaker ist nahe. Sie darf das Ritual nicht vollenden und die Kontrolle über das Icon of Sin erhalten. Na, hier läuft alles ein bisschen anders, glaube ich. Leppelömer. Hier bin ich angekommen. Und nun? Ennü? Seh schon. Sieht lustig aus. Mhm. Nicht schlecht. Designtechnisch geil, Omat. Willkommen, Seraphim. Wenn das hier der Textur des Doomslayers treu geblieben sind, ist immer noch die richtig alte. Du kannst die Zeremonie nicht aufhalten. Einfach alles abschlachten. Wir werden es nicht kontrollieren können! Nein! Nach einem Endgegner aus. Naja, umso größer sie sind, umso tiefer fallen sie. Kanonenfutter-Dämon. Gepanzert, aber ihr Kopf ist ein Schwachpunkt. Na, tolle Wurst. Ich
Ah, ich sehe schon, ich muss wieder Sachen zerkloppen. Oh nee, der Digge wieder. Komme ich ihn dahin? Gar nicht! Okay. Fiesigkeiten mit den... Na! Shit! Stellt er sich mir in den Weg und dann noch dieser Dicke, den ich eh nicht leiden kann. Ach, die schon wieder. Oh, BFG ist geladen. Nice. Okay, okay, okay. Ja, ja, ihr habt ja gewonnen. Sag mal. Drecksvieh, ey. Kacke am Dampfen. Ist hier Imps? Der war gut. Das alte Kostüm steht nicht mehr unter Khan Makers Kontrolle. Je länger es auf Erden ist, desto stärker wird es. Wir können nicht über ein Portal fallen. Wir müssen das Tor reaktivieren und zurück zur Erde. Okay. Oh shit. Ich hatte eh gedrückt, aber es fehlte nicht so ein Scheibenkleister. Okay. Holy shit. Jetzt nur Muni-Versteck. Ah. Smogdown. Ah.
Ach, die schon wieder. Hol sie dir doch! Leider nicht. Hier habe ich jetzt noch einen kleinen Spaß vor mir. Will mal nachladen, aber das braucht man hier ja nicht. Vergiss ich immer. Das Schöne an diesen Spielen. What the heck? Okay, eins muss ich einschlagen und eins. Ne, das haut nicht hin. Wir können versuchen direkt darüber. Nö. Muss ich hier irgendwas übersehen? Ach so, warte mal, da kann ich auch noch einschlagen. Okay. Aber da kannst du nicht hochkraxeln. What? Ah, hier ist der Schlüssel. Okay. Ach, du musst ja auch durch die Boxen. Oh, aber erstmal den hier. Nee, zurückboxen kann ich ihn nicht. Ach, den brauche ich auch nicht einschlagen, okay. Geheimnis gefunden. Nein, ich will hier keine Spezialherausforderung machen, danke. Zurückboxen ist nicht. Aber ja gut, ich kann jetzt hier über die Anhöhe wahrscheinlich besser an den Punkt. Mal aufladen. Saudelle. Hau weg. Oh nee. Da wird nichts mehr beschworen. Bewegen. Wenn ich das schon höre, ab der wieder. Oh. Nee, nicht genug Stück.
und sein Kackschild. Jetzt hin. Kritischer Schaden. Ach Mann. Nicht genug aufgepasst. Gehen wir erstmal den hier. Irgendwas wird hier noch beschworen. Das war unsauber, Jungs. Shit, 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 shit. Ist ja schon wieder aufgeladen. Oh, Mops. Wenig Gesundheit. Nein. Jetzt hat er mich gefinisht. Nein. Einfach viel zu viel. Ist nicht so geil. Den Attackstift noch nicht gekillt, ne? Ich hab noch mal irgendwann gebacken, um zu wissen, wann was voll ist. Eigentlich dann, wenn es zu Ende ist. Ein Kackschild wieder aufgebaut. Oh.
es nähert sich dem Ende. Erstmal den Altar. Sägesprit. Noch jemand mit Lasern zugange. Warte. Ach, Dinger hier wieder. Oh, das hat mich jetzt gerade mega gefetzt. Wo ist er? Wieder so eine Kackdrohne. Ja, da kannst du Feuer her. Ohne Looten ausgeknipst. Ich hasse dich, du Schildsack. Wow, wow, wow. Schön mal eine Runde. Der Schwebehain. Mehr Ruhe für dich. Finish. Holy. Noch ein bisschen Ruhe. Bin genug gestorben. Was mache ich denn damit? Ich muss da hoch. Okay. Ach, das ist fies. Okay.
drauf punche, wird wieder irgendwas ausgehen. Nicht das Laserding. Was löst sich aus? Doch das Ding? Kann das sein? Oh shit, der Sack vom Dienst. AVD. Seine Schwächen waren. Okay. Ich mag die Slayer gar nicht so sehr. Okay, aber deswegen spielen wir das Spiel ja. Mega hübsches Setting. Es gibt ein Tor auf Berlin, das zur Erde zurückführt. Aber zur Aktivierung müssen wir die Teleporterlinie neu konfigurieren. Und zwar schnell. Das Icon of Sin wird immer mächtiger, je länger es auf der Erde ist. Okay. Bleib ich direkt auf der Slayer Gun. Och nö. Das ist der Schlimmste. Oh nee, der wieder, ne? Ich kann den nicht leiden. Ich muss auf seinen Angriff warten, aber... Du musst mich auch mit denen hier prügeln! Okay. Überall die kleinen Scheißerchen. Den Köter triffst du die halbe Zeit nicht. Höhle. Der blockt halt auch die BFG. Boah, die Scheißhöhle.
Das ist ja echt ein Sterbeparadies. Wenn wir nicht einfach durchputschen, kann man versuchen. Aber eng. Eigentlich viel Platz in guten Kämpfen. Du und deine Scheibenkleisterhöhle. Echter Hundefreund, aber bei dir mache ich echt eine Ausnahme. Oh, endlich. Setze Vega ein, um das Portal zu aktivieren. System erhalten. Setze nun Kurs Richtung irdischer Dimension. Ich verstehe und ich erfahre dabei. Schnell, richte die anderen Teleporterringe aus, bevor es zu spät ist. Das Tor muss wieder aktiviert werden. Je länger das Icon auf der Erde ist, desto stärker wird es. Sagtest du schon. Wieder? Mach keinen Scheiß jetzt. Hin muss ich da irgendwo. Yay, wieder eine Massenschlacht. Oh Mist, hier so ein Nucci.
BFG-Moon. Das wäre natürlich jetzt echt wunderschön. Autsch, autsch, autsch. Boah, und verkackt sie. Ja, für den Bruder. Speicherpunkt laden. Naja, ich suche aber noch den Beschwörer. Yo! Immerhin hat sie gut den Garaus gemacht. Auch ein Opfer. Was Größeres, Kleineres. Ach komm. Ich höre schon wieder was, was mir gar nicht gefällt. Ja, wenig Gesundheit, aber kein Opfer. Ein Mob. Den ich Kettensägen kann. Das ist der Beschwörer? Der Penner. Herrlich. Doch.
Schockerdrohne. Oder so ähnlich. Ja? Noch ein Punkt. Okay. Shit. Hoffentlich nur ein Totem. Hallo? Boosting? Wenn der Boost mal nicht funktioniert, dann... Das wird zur rasenden Wildsau. Was ist denn das, was ich tun soll? Okay, das ist ziemlich ungeil. Kein Totem, kein Beschwörer zu finden. Mann, oh Mann, oh Mann, hier wird aber übelst gestorben. Sich daran, als ob das schwieriger geworden ist. Aber ich habe den Beschwörersack eh noch nicht ausfindig gemacht. Jo, geht richtig rund. Eieiei. Dreh ich gleich runter. Irgendwie ist das echt böse. Spawn-Ding. Da. Okay, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Aber nur ein bisschen. Ach du heilig. Den kann ich auch nicht leiden. Holy shit. Mops. Und tschüss.
weiß nicht mehr, wie man dem Herr wird. Oh, lecco mio. Genau, mach mal. Heidewitzka. Und? Sind wir noch nicht verreckt? Das war natürlich falsch. Der einzige Treffer macht mich jetzt down. Oh, ja. Oder ich springe selber runter. Okay. Gut, also das Totem ist auf der anderen Seite. Scheiße, deswegen lassen die da eigentlich hin. Ich muss aber erstmal wiederfinden. Du kommst kaum hier rein und direkt down. Verflucht! Totem. Da. Ah, jetzt noch einmal durchbeißen. Muss ja irgendwie gehen. Ganz kurz verschnaufen, Leute. Danke. Zwei, drei Sekunden verschnaufen. Gut. Ist das ein Durcheinander? Okay. Empty. Hm.
shit. Komm. Mob. Mopsi. Den habe ich natürlich jetzt verkackt. Ja, 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 ja. Ja. Mal down. Nein! Wie schnell hält er der Finishen bei ihm? Heilelele. Höheres Tempo beim Hochziehen an Kanten. Okay. Eine noch, ne? Okay. Ah. Nichts versteckelt. Ah, da wäre noch ein klein bisschen Mini. Aber die habe ich wohl voll. Na, wer noch? Wahrscheinlich ganz viele. Ehrlich? Nichts? Nice. Da nichts gegen. Ah ja. Ich habe immer noch keine Ahnung. Opfert die Kahnmaker die Erde nicht den Dämonen, wird ihre Welt sterben. hallo? Sieht fast so aus, als ob die was vergessen haben, aber nee, ich glaube, da ist der Kletterbalken. Ach, Jungens.
mach das Loch auf. Oh, ganz zackig. Hör schon, mein Freund. Mit dem Köter. Der Mann mit dem Möter ist da. Aha. Warum habe ich den jetzt nicht? Da, danke. Zieleine. Ah, du. Oh nee, der schon wieder. Echt wieder ein Hund? Komm nicht durch, komm nicht durch. Okay, down. Okay, ich muss an das verblödete Artefakt ran. Ah, ich hab den Meisterschwert. Aber wenn man sowas hier kriegt, dann... Come on. Den hat es zerlegt. Ach, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Ich weiß noch nicht, ob ich das Schwert schon nutzen soll. Los.
ein Mob, ein Mob, 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 Mob. Nee, doch. Pulverisiert. Scheiße. Jetzt noch. Ach, der Arsch mit dem Köter wäre wieder da. Das hätte mir noch gefehlt. Die Erweckung des Icon of Sin im Irrdeck hat das Siegel gebrochen. Jetzt können die Dämonen das Nichts durchqueren wie nie zuvor. Du brachtest ihrem Volk und diesem heiligen Ort ewige Verdammnis. Doch es war anmaßend von dir, das Icon hierher zu bringen. Ihre Hybris hat das Paradies zerstört. Gut, gut. Ich muss darüber jumpen. Das ist aber... Ausprobieren. Nein. So ein Ding ist das. Okay, das ist so ein Ding. Und Abschmeißer. Wenn ich da dran hänge, um die Ecke. Ausrichtung der Ringe hat sich das Dimensionstor zur Erde geöffnet. Erreiche die Landungsplattform und durchschreite das Portal. Der Erde bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich trau diesem Helden nicht wirklich. Ach, wisst ihr was? Gib mir nicht. Erde bleibt nicht viel Zeit, also.
Freezy. So, da kannst du nicht durch. Ich muss echt mal mein Aim üben. Das sieht aber jetzt nicht so witzig aus. Ja, nice. Extra Leben. Ist das ein Hirn? Ah. Arsch offen kenne ich, aber Hirn offen? Mach ich da jetzt Dashe? Achso, Knopf. Kein Dash. Ist nahe. Sie kann dich nicht lebend davonkommen lassen. Die Kugel in ihrer Brust macht sie unverwundbar. Wird sie entfernt, ist ihre Verteidigung dahin. Wir überleben seit Jahrtausenden. Für unser Wohlergehen ließen viele andere sich opfern und fanden im Gegenzug dafür Erlösung. Wie? Kannst du, ein Mensch, einst ein Sterblicher, dich unseren Traditionen widersetzen? Ein technischer Engel, oder wie? Besiege die Kamekata, um Schild zu deaktivieren und deine Blutschlaganzeige zu füllen. Naja. Für YouTube erstmal, ja, ich glaube, wir hätten das in zwei Teilen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.